Willkommen, schönen guten Tag bei der Veranstaltung, das regelmäßige Lunchtime-Briefing der Landesvertretung Bayern hier bei der EU. Heute zum Thema europäischer Green Deal, nachhaltige Mobilität. Wie herausfordernd ist der Aufbau der Tank- und Ladeinfrastruktur in Europa? Mein Name ist Sandra Pathy und ich werde Sie als Moderatorin durch die heutige Diskussionsrunde führen. Aber zunächst möchte ich Frau Hummel, der bayerischen Staatsministerin für Europaangelegenheiten und Internationales und der Gastgeberin dieses Lunchtime-Briefings, die Bühne zur Begrüßung und zur Einführung ins Thema überlassen. Bitte sehr, Frau Hummel. Ein herzliches Grüß Gott an alle. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei unserem Green Deal im Fokus. Liebe Frau Pathy, vielen herzlichen Dank für die kurze Begrüßung schon mal. Ja, zweite Auflage und heute vor allem das wichtige Thema der Mobilität. Mobilität betrifft uns ja alle. Wir alle wollen mobil sein, wir alle wollen eben unterwegs sein. Aber was braucht es für Veränderungen, wenn wir eben das Paket Fit for 55 uns gemeinsam anschauen? Und deswegen der Green Deal insgesamt ist ja ein historischer Meilenstein. Europa steht damit ja vor der größten Veränderung, vor dem Umbau, wenn man an die Gesellschaft und auch an die Wirtschaft denkt, seit 1945. Green Deal bedeutet aber auch eine gesamteuropäische Aufgabe. Und gleichzeitig dürfen wir dabei nicht vergessen, dass wir wirklich alle mitnehmen. Die Wirtschaft, die Innovationen, die Wissenschaft, aber vor allem auch die Bevölkerung. Und gerade bei dem Bereich Verkehr, Verkehrssektor, ist es ja so, dass die Menschen betroffen sind. Und wenn wir diesen im Verkehrssektor dran denken, dass wir da, was brauchen wir bei diesen ganzen Gesetzespaketen, dann ist es für mich ganz wichtig, dass wir nicht vergessen dürfen, die Voraussetzungen überhaupt für den Umstieg zu erfüllen. Das heißt, dass eben entsprechende Tank- und Ladeinfrastruktur eine entscheidende Rolle spielt. Dass wir hier eben auch das Potenzial alternativer Antriebe überhaupt nutzen zu können, dieses benötigen. Die EU geht da mit einigen guten, wie ich finde, voran, dass wir ambitioniert dieses erreichen können, diese ganzen Ziele. Aber es ist für uns gerade von Bayern auch, vom Automobilland Bayern, wenn ich das so sagen darf, so entscheidend, dass wir diese Balance halten zwischen den Vorgaben, den Rahmenbedingungen, die stimmen müssen, gleichzeitig, dass wir auch eine Verlässlichkeit haben, was die zeitliche Perspektive betrifft und dass wir eben hier auch realistische Zeitpläne haben vor allem. Und von daher ganz wichtig und auch eine Forderung von uns, dass wir, wenn es um CO2-Grenzwerte geht, dass wir die europaweit eben auch dann weiter fordern sozusagen, aber gleichzeitig dafür sorgen, dass die Ladeinfrastruktur vorangeht, dass es eben eine Koppelung gibt und nicht erst immer das eine gefordert wird und die Industrie zu liefern hat und gleichzeitig das andere nicht vorankommt. Ich glaube, das muss eben Hand in Hand gehen. Nur dann können wir hier gemeinsam weiterkommen. Deswegen freue ich mich, dass wir heute im Gespräch sind mit etlichen versierten Experten, den Europaabgeordneten Markus Ferber freue ich mich begrüßen zu können, ebenso wie Axel Volkeri, genauso wie Stefan Gerwens und auch Dr. Potthast, der heute mit dabei sein wird. Herzlichen Dank, dass Sie dabei sind. Und liebe Frau Pathy, ich übergebe wieder Ihnen das Wort. Vielen herzlichen Dank. Ja, danke, Frau Hummel. Das war schon mal ein kleiner Einstieg in unser Thema heute. Danke für die ersten begrüßenden Worte. Und bevor wir mit der Podiumsdiskussion beginnen, wollen wir, wie gerade eben schon erwähnt, noch von Herrn Dr. Klaus Potthast hören, Abteilungsleiter Wirtschaftspolitik, Koordination, Industrie im Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Wir haben gerade schon gehört, wie Frau Hummel das so schön gesagt hat, das Automobilland Bayern. Tja, wie steht denn das so da mit Blick auf den Aufbau der Tank- und Ladeinfrastrukturen? Herr Potthast, the floor is yours. Vielen Dank, Frau Pathy, insbesondere auch vielen Dank, Frau Staatsministerin, dass ich heute die Gelegenheit habe, eine kurze Keynote zu halten zu dem Thema nachhaltige Mobilität, Herausforderungen beim Aufbau der Tank- und Ladeinfrastruktur in Europa. Es wäre schön, wenn ich schon den Schlüssel für die Probleme hätte. Aber mit dieser Keynote, glaube ich, schließe ich eigentlich bloß das Zimmer auf, in dem die ganzen Probleme zu besichtigen sind. Insofern grüße ich hier die Podiumsteilnehmer und freue mich dann auch auf den Austausch nachher. Und ich grüße natürlich ebenso Sie alle, die Sie vor den Geräten sitzen. Ich möchte für dieses kurze Wort den Titel ganz wörtlich nehmen. Und ich beginne
mit der Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeitsperspektive umfasst eben viel mehr als nur den CO2-Ausstoß. Das heißt aber auch, dass wir in vielerlei Hinsicht Übergangsszenarien diskutieren müssen, und zwar ehrlich diskutieren im Hinblick auf ihre wirtschaftlichen, sozialen Implikationen. Sprich, das Machbare muss da sein. Und die Zuspitzung, die wir im Augenblick erleben zwischen Batterie und Verbrenner, leistet diese Übergangsszenario-Diskussion nicht. Denn zwei Gründe gibt es dafür. Erstens werden wir weltweit noch lange mit dem Verbrenner leben, weil die Strukturen nicht vorhanden sind oder die Nachfrage nicht entsprechend. Zweitens, wir müssen auch bei der Batterieelektrik sehen, dass Nachhaltigkeit bedeutet grüner Strom, und Batterierecyclingen müssen gesichert sein. Denn sonst ist Nachhaltigkeit eben nicht nur verstanden als CO2-Begrenzung nicht gewährleistet. Mobilität. Entgegen manchen Vorstellungen in der Diskussion geht es um die Ermöglichung von Mobilität, nicht deren Einschränkung. Ich spreche jetzt nicht von der Optimierung von Mobilitätsbedarfen durch Homeoffice und andere Dinge, das wird dazukommen. Aber wir müssen starten mit heutigen Gewohnheiten, und die Gewohnheiten ändern sich in dem Bereich nicht so schnell, sind aber Voraussetzung der Akzeptanz neuer Regelungen. Unsere europäische Gesellschaft ist ausgerichtet auf Mobilität. Der Arbeitsmarkt setzt das voraus. Viele Aufgaben sind nur durch entsprechende Mobilität zu erfüllen. Das heißt, unsere Aufgabe ist, wegzukommen von rein sektoralen Denken. Es heißt so schön, intermodale Mobilität. Das heißt, wir müssen über das Auto allein hinausdenken und eine Vielfalt von Angeboten und deren Verzahnung regeln und organisieren. Es geht um die Optimierung und die Orientierung bei der optimalen Erfüllung des Bedarfs. Und dazu gehört einerseits bessere Transparenz, und das heißt, dass die Mobilität von morgen auch eine datenbasierte Mobilität sein wird. Die Herausforderungen. Grundsätzlich glaube ich, dass der Markt und Wettbewerb die besten Lösungen bringen werden. Dazu weiß ich aber auch, dass der Rahmen passen muss. Ein Laissez-faire funktioniert nicht. Das haben wir gerade auch gesehen im Hinblick auf Standards. Das Einführen von Standards aber braucht Zeit, und es ist anfällig für alle Versuche, Monopole zu errichten. Ich gehe mal zu der sehr banalen Frage der Stecker. Eine Vielzahl von Systemen rückt eine optimale europäische Struktur in weite Ferne. Umgekehrt, schaffen wir europaweit funktionierende Geschäftsmodelle für die Installation und Verfügbarkeit von Ladepunkten. Das ist der Booster für diese Technologie. Und in der Zwischenzeit, bis dieser Booster greift, wird es nötig sein, Energieversorger und weitere Akteure ein bisschen anzustupsen. Denn nicht jeder bewegt sich freiwillig. Und der weitere Ausbau der Ladeinfrastruktur wird dann eben mit entsprechender Förderung zu beflügeln sein. Aufbau. Der Aufbau braucht Zielgrößen. Die Nutzer brauchen in diesem Übergang Verlässlichkeit. Entlang der transeuropäischen Verkehrsnetze sollte es, nennen Sie irgendeine Größe, aber spätestens ab 50, 60 Kilometern eventuell eine Möglichkeit geben, Strom zu tanken. Denn diese Sicherheit für den beruflichen wie privaten Verkehr ist unerlässlich. Ein Logistiker, der nicht weiß, dass er rechtzeitig wieder zu Strom kommt, wird sein LKW nicht umstellen. Ein Ziel hier zu kennen, ist ein Einstieg in gemeinsame Ausbauanstrengungen in ganz Europa. Und hier kann man positive Beispiele zusammenwirken setzen. Wir zum Beispiel in Bayern ergänzen die Bundesförderung durch eine Landesförderung. Wir versuchen für EU-Programme entsprechend nationale Ergänzungen zu bekommen. Hier gilt das gemeinsam und Ergänzung auch für das Verhältnis von öffentlicher und privater Ladeinfrastruktur. Keiner kann das andere substituieren, aber nur gemeinsam verbessern Sie die Gesamtsituation. Tank- und Ladeinfrastruktur. Ich weiß, der batterieelektrische Verkehr erscheint heute als der Weisheit letzter Schluss. Viele Ankündigungen von Unternehmen gehen auch in diese Richtung. Trotzdem setzen wir auf Technologieneutralität, ganz im Sinne einer Optimierung der Bedarfserfüllung. Daher auch unser Bestreben, zu der Ladeinfrastruktur auch bei der Wasserstoffmobilität hochlaufen zu lassen. Denken Sie nur an den Schwerlast- und Busbereich. Da wird Wasserstoff
auf alle Fälle eine Rolle spielen, vor allem auch gerade im transeuropäischen Verkehr. Und eine entsprechend ausreichende Betankungsinfrastruktur ist eine Voraussetzung, dass Hersteller der Nutzfahrzeuge entsprechend auf Wasserstoffantrieb und Serienproduktion umstellen und auch die Nutzer dort einsteigen. Daher begrüßen wir auch die Vorschläge zu der A4-Verordnung und Bayern engagiert sich bereits im Rahmen einer Wasserstoffstrategie, entsprechend eine Basistankstelleninfrastruktur zu erzeugen. Ja, und nicht zuletzt Europa. Ja, Europa ist auf dem Weg, aber wenn wir bei Schulnoten wären, wären wir wahrscheinlich noch bei der Note mangelhaft. Es ist natürlich eine ganze Klasse und einige EU-Mitgliedstaaten haben schon gute Noten. Die Niederlande sind ein regelrechter Musterschüler mit 47,5 Ladestationen pro 100 Kilometern. Deutschland schwimmt, da müssen wir ehrlich sein, eher im Mittelfeld, aber wir bemühen uns. Und sehen Sie es mir nach, die Schüler, deren Versetzung an der Stelle gefährdet ist, erwähne ich jetzt nicht extra. Aber klar ist auch, grenzüberschreitender Verkehr, praktische Freizügigkeit, der Berufs- und der Reiseverkehr läuft erst dann, wenn keiner Sorge hat, liegen zu bleiben. Und wenn ich mangels Struktur befürchte zu stranden, dann bleibe ich doch vielleicht lieber beim Verbrenner. So, das ist aber nicht nur die Ladesäule, das ist auch die Stromversorgung dahinter und auch die Abrechnungsstrukturen, auch die Abrechnungstechnik. Damit habe ich einen ganzen Strauß, glaube ich, heute ausgebreitet. Jetzt ist Gelegenheit, darüber zu diskutieren, wie eine Unterstützung aussehen könnte durch die Infrastruktur, insbesondere auch die Transformation zu einer nachhaltigen Mobilität zu verbessern. Ich freue mich schon auf die Beiträge und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Potters. In der Tat, das war jetzt auch eine sehr umfassende Liste der Dinge im Problemzimmer, was Sie benannt haben. Da haben wir einiges zu diskutieren dabei. Vielleicht kann ich gleich nochmal mit Frau Hummel anfangen. Nochmal ganz kurz zur Vorstellung: Staatsministerin für Europaangelegenheiten und Internationales in Bayern, Mitglied auch im CSU-Präsidium. Und hier eben auch die Schirmfrau dieser Veranstaltungsreihe. Freue mich, dass das so passt. Wir werden auch gleich noch dabei haben Markus Ferber, Mitglied im Europäischen Parlament, wahrscheinlich allen schon sehr gut bekannt. Er ist schon seit 1994 dort Mitglied, auch im Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Und er ist auch der verkehrspolitische Sprecher der CSU im Europaparlament. Wir haben als weiteren Panelisten Axel Verkehry, den stellvertretenden Leiter des Referats Nachhaltige und intelligente Mobilität in der GD-MOVE, für diejenigen, die des Brüsseler Jargons mächtig sind, also der quasi zuständigen dem zuständigen Kommissionsbereich für Transport und Mobilität. Er ist seit 2013 bei der Kommission auch in diesem Themenfeld aktiv. Und hat in seiner Unit eben auch die gerade schon angesprochene A4, also sprich die Alternative Fuels Infrastructure Regulation, beziehungsweise bis dato noch Direktive, sowie eben auch das Thema Clean Vehicles, Intelligent Transport Systems und vieles andere mehr, was also für unsere Diskussion heute sehr zentral ist. Und dann haben wir natürlich auch noch mal aus der Praxis Stefan Gerwens, den Leiter des Bereichs Verkehr beim ADAC, eine Funktion, die er seit 2017 hat. Und er ist auch Mitglied der Kommission Verkehr und Klimawandel der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität. So, also vielen, vielen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass Sie die Zeit haben, heute diese Diskussion mit uns zu führen. Als erstes noch mal kurz der Hinweis, wer Fragen hat an die Panelisten, gerne über den Chat. Und wer eventuell das weitertragen möchte, was wir heute hier diskutieren oder vielleicht sich noch mal im Detail anschauen möchte, die Veranstaltung wird aufgezeichnet und wird dann auch auf dem YouTube-Kanal des bayerischen Landesregierung zu finden sein. So, aber jetzt steigen wir wirklich in die Panel-Diskussion und ins Thema ein mit einer der vielen Fragen, die uns Herr Dr. Potthast hier schon auf den Tisch gelegt hat. Die Herausforderungen sind ja nun wirklich relativ umfangreich. Die letzten Zahlen, die ich gesehen habe, sind so von 2018, wo halt in Schweden ungefähr 8% der Leute Elektromobilität tatsächlich
ja, machen und PKWs haben, die eben tatsächlich entweder Elektroautos oder eben Plug-ins sind. Die Zahlen für Deutschland von 2018, da waren wir so bei 2%. Das ist jetzt irgendwie noch nicht so wahnsinnig viel. Frau Hummel, ich weiß nicht, ob Sie vielleicht für Bayern schon neuere Zahlen haben oder andere Zahlen haben, aber gibt es Zielsetzungen, wo Sie bis wann hinwollen, woran Sie sich orientieren, damit dann eben halt auch die Elektromobilität in Deutschland vorankommen kann? The floor is yours. Vielen herzlichen Dank. Für mich dabei ist wichtig, dass wir von der politischen Seite die Rahmenbedingungen schaffen. Deswegen heißt es für uns, wir haben eine Zielsetzung, wie viel Ladeinfrastruktur wir erreichen wollen. Wir haben ja jetzt deutschlandweit gesehen, die meisten Ladestationen mit eben an die 11.000. Und wir wollen eben bis 2030 eben auch nochmal auf 70.000 kommen, um eben hier entsprechend das zu pushen. Unterstützen wir das auch vom Freistaat Bayern mit Millionenbeträgen, um hier voranzukommen. Also das heißt, wir sind da wirklich dabei, dass wir sagen, wir müssen die Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellen, weil dann nutzen auch die Menschen in der Bevölkerung mehr diese Elektromobilität, weil sie dann die Sicherheit haben, dass sie auch gut vorankommen können. Jetzt nützt es aber nichts, wenn das nur Bayern tut oder Deutschland, sondern es ist halt auch so wichtig, innerhalb Europas da weiterzukommen, weil sonst haben wir dann auch wieder gewisse Grenzen. Der Herr Dr. Potthast hat es schon angesprochen. Dann wird der Busverkehr oder anderer Verkehr oder eben nicht über die Grenze gehen, wenn ich weiß, da kann ich ja gar nicht, habe ich keine Ladeinfrastruktur. Deswegen eine gesamteuropäische Aufgabe. Aber wir in Bayern gehen da wirklich voran. Übrigens nicht nur, was die E-Mobilität betrifft, sondern wir investieren auch im zweistelligen Millionenbereich, was Wasserstofftankstellennetze betrifft, weil uns das eben auch wichtig ist, diese Technologie, Offenheit, wenn ich mir auch bewusst bin, dass wir gerade von der Wirtschaftsseite sehen, dass doch der Run in eine Richtung sozusagen stark geht. Aber es ist wichtig, dass wir trotzdem verschiedene Möglichkeiten offen halten. Ja, vielen Dank. Das ist, denke ich, in der Tat schon mal wichtig, da die auch die finanziellen Möglichkeiten für zu schaffen. Dann würde ich gleich mal an die Kommission weitergehen. Frau Hummel hat es ja angesprochen, es ist eine gesamteuropäische Aufgabe. Man versucht also quasi auch grenzüberschreitend aktiv zu sein. Axel Folgeri, wie ist da der Ansatz der Kommission? Wo sieht die Kommission im Moment den größten Handlungsbedarf, das größte Problem, um das Ziel, wirklich eine vernünftige Lade- und Tankinfrastruktur europaweit zu schaffen, für die Elektromobilität auch umzusetzen? Ja, vielen Dank und erst einmal Dankeschön für die Einladung. Schön, hier an der Diskussion teilnehmen zu können. Wir haben, und das klang ja schon in den Redebeiträgen von Frau Minister Hummel und Herrn Potthast an, zwei zentrale Herausforderungen. Das ist die Verfügbarkeit und das ist auch die Verlässlichkeit. Verfügbarkeit im Sinne, dass man ausreichend Infrastruktur findet, um sein Auto entweder laden oder auch mit Wasserstoff oder anderen Kraftstoffen betanken zu können. Und Verlässlichkeit, dass man es eben auch tun kann, dass man nicht vor der Ladesäule sozusagen strandet und keinen Zugang findet. Und für beide Aspekte haben wir im letzten Juli die schon erwähnte, den erwähnten Vorschlag für eine neue Verordnung für den Aufbau alternativer Kraftstoffinfrastruktur in Europa vorgelegt, die A4. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, nach einer langen Folgenabschätzung das Rechtsinstrument von einer Richtlinie auf eine Verordnung hin zu ändern, um eben diese unmittelbare Verlässlichkeit für den Ausbau europaweit eben zu gewährleisten. Und hier haben wir dann auch zwei sozusagen Neuerungen vorgeschlagen. Zum einen ein flottenbasiertes Minimumziel für Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, was sicherstellen soll, dass immer ausreichend Minimuminfrastruktur zum Laden der jeweiligen Flotte vorhanden ist. Das geht zurück auf was Frau Ministerin Hummel angesprochen hat, diesen wirklich zentralen Kopplungswert zwischen der Fahrzeugflotte und der Infrastruktur. Und dann eben auch als zweiten Bestandteil Vorgaben für die transeuropäischen Netzwerke, das Core- und Comprehensive-Netzwerk, die eben
genau diesen Minimumabstand einhalten. Und ein letztes Wort, was wichtig ist von unserer Perspektive, und es klang auch bei Herrn Protest an, und da denke ich, stimme ich voll zu, was wir vorschreiben wollen, sind die Minimumvorgaben. Diese werden alleine natürlich nicht ausreichen. Es stellt nur sicher, dass man überall ein Minimum an Verfügbarkeit hat. Im Endeffekt wird und muss der Markt im offenen Wettbewerb die ausreichende Infrastruktur auf dieser Basis dann zur Verfügung stellen. Und hier kann man sich nun darüber streiten, ob das Glas halb voll oder Glas halb leer ist. Wir haben in den letzten 2, 3 Jahren enorme Anstrengungen gesehen, eben was den Aufbau einer Ladeinfrastruktur angeht, gerade auch in Deutschland. Und von daher bin ich optimistisch gestimmt, dass wir das auch hinkriegen, so eben die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen stimmen. Ja, vielen Dank. Fangen wir erstmal mit dem Thema an. Wie sieht es denn in verschiedenen europäischen Ländern dabei aus? Wie ist die Diskussion zur A4? Also ich versuche es jetzt mal mit der Abkürzung. Ich sage hin und wieder nochmal, dass es sich um die Alternative Fuel Infrastructure Regulation handelt. Aber A4 versuchen wir mal als Begriff, weil sonst ist es etwas komplex. Markus Ferber, schön, dass Sie auch mit dabei sind. Sie haben das ja gerade auf dem Tisch im Europäischen Parlament, eben diese Gesetzesvorgabe. Wie ist die Diskussion, gerade halt auch vor dem Hintergrund, dass die Ausbaufortschritte der Infrastruktur von einem Land zum anderen in Europa ja doch sehr unterschiedlich sind? Ja, vielen Dank, Frau Partey, Frau Ministerin, meine Damen, meine Herren. Zunächst mal herzliches Dankeschön, dass ich hier bei diesem wichtigen Panel mitmachen kann, weil in der Tat haben die Beratungen jetzt begonnen, wie wir hier weiterkommen, um Infrastruktur aufzubauen. Wir haben es ja hier ein bisschen mit dem Henne-Ei-Problem zu tun. Ja, wenn Sie Automobilhersteller fragen, die sagen, wir könnten etwas mehr Autos verkaufen, aber die Kunden sagen, die Infrastruktur steht so nicht zur Verfügung. Die Infrastrukturbetreiber, also hier Tankstellenbetreiber, Stromnetzbetreiber, um mal so einen Klassiker zu nennen, die sagen uns, ich würde ja gern was investieren, aber ich habe ja kaum Kundschaft, weil es gibt ja kaum E-Autos. So, also müssen wir dieses Henne-Ei-Problem ja irgendwie überwinden. Und deswegen begrüßen wir im Parlament den Vorschlag der Kommission sehr, der nämlich genau versucht, eine Antwort zu geben, jedenfalls dort, wo die EU Regelungskompetenz hat. Wir kommen nicht in jede Garage rein, wir kommen nicht in jeden Abstellplatz rein als EU. Subsidiarität muss ich in der Bayerischen Vertretung nicht besonders betonen. Aber wir können natürlich entlang der transeuropäischen Netze schon dafür sorgen, dass die Ladeinfrastruktur zur Verfügung steht. Und insofern begrüßen wir den Vorschlag der Kommission. Natürlich gibt es wie immer bei allen Themen den Teufel im Detail. Ich bin da sehr dankbar. Die Ministerin hat ja schon ein paar Stichworte in ihrer Eröffnung mit angesprochen. So banale Dinge. Ich bin Ingenieur. Ja, Normung. Wie schaut ein Stecker aus? Wie schaut die Steckdose am Auto aus? Das haben wir schon hinter uns. Das hat die Kommission gemacht. Das macht es natürlich sinnvoll, das einheitlich europäisch zu regeln. Dafür gibt es die Normenausschüsse. Das ist Gott sei Dank hinter uns. Jetzt kommt natürlich die zweite Frage, wie bezahle ich? Ja, wir sind es an der normalen Tankstelle gewöhnt, dass wir mit allen Möglichkeiten, die es heute des Bezahlens gibt, auch zur Verfügung stehen, dass wir mit allen Möglichkeiten zahlen können. Das ist mir zum Beispiel ein Anliegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dauerhaft Akzeptanz finden, wenn ich mit einer bestimmten Automarke nur an einer bestimmten Ladesäule mich hinstellen kann, weil ich nur dafür zugelassen bin und das Ganze dann europaweit ausgerollt. Also ich sage es mal ein bisschen boshaft, wir können uns auch nicht vorstellen, dass BMW-Fahrer nur an BMW-Tankstellen tanken können und Mercedes-Fahrer nur an Mercedes-Tankstellen. Ja, um es mal ganz deutlich zu sagen, das muss so sein, wie es der Verbraucher gewöhnt ist. Es mag überraschen, aber es gibt doch bestimmte Hersteller, die sagen, wer bei mir ein Auto kauft, der kriegt auch eine App und über die App kann er bezahlen, aber nur an den eigenen Ladestationen. Also das ist wirklich ein Punkt, Zugangsmöglichkeiten, Interoperabilität heißt das Zauberwort und auch Offenheit, was die Bezahlmöglichkeiten betrifft. Und dann müssen wir natürlich auch sehen, 70% aller Ladesäulen der EU-Autos befinden sich in 3 Mitgliedstaaten. Das ist Deutschland, Frankreich und die Niederlande. Oder ich sage es ein bisschen boshaft hier in dieser Runde, wir Bayern fahren ja gern Richtung Südtirol, da haben wir noch Ladeinfrastruktur, Richtung Gardasee, da finden wir auch noch Ladeinfrastruktur und südlich vom Gardasee
gibt es fast nichts mehr. Und das heißt, für den Sommerurlaub an der Adria wird es dann schon brenzlig. Und das sind genau die Herausforderungen, die wir eigentlich beantworten, die wir adressieren müssen. Das heißt, deswegen ist dieser Ansatz der Kommission von uns auch sehr begrüßt worden. Jetzt streiten wir uns um die Frage, auf wie viele Kilometer muss so eine Ladestation stehen. Die Kommission hat alle 60 Kilometer vorgeschlagen. Ich halte das für sehr, sehr plausibel und sehr vernünftig. Das entspricht auch dem Netz, das wir ungefähr kennen in der heutigen Welt mit Tankstellen, Autobahnraststätten. Das sollte man also nicht hinter runterfallen und bin doch etwas überrascht, dass ausgerechnet aus dem Umweltausschuss jetzt Überlegungen kommen, die Abstände zu vergrößern. Das wird die Attraktivität nicht erhöhen, weil ich glaube, man muss sich im Klaren sein, in einer dekarbonisierten Welt, und auf die wollen wir ja hingehen, wird es die Autobahnraststätten immer noch geben, aber dann macht es halt Sinn, dass da nicht mehr Benzin und Diesel getankt wird, sondern dass man dann Strom, Wasserstoff, die verschiedenen Antriebsarten auch entsprechend angeboten bekommt. Also wir werden ja nicht wegen Änderung des Antriebsstrangs plötzlich die Infrastruktur der Autobahnraststätten verändern, um es mal ein bisschen boshaft zu formulieren. Also da sollte man sich schon an das halten, was der Verbraucher gewöhnt ist. Auch hier geht der Kommissionsvorschlag in die richtige Richtung. Und dann ist natürlich das Letzte, was uns dann motiviert, es soll natürlich dann auch an der Ladestation grüner Strom angeboten werden, nicht der Energiemix des jeweiligen Mitgliedslandes. Ich kann da mit Stolz ein bisschen aus meinem Wahlkreis berichten. In Zuss-Maßhausen, das liegt in Bayerisch-Schwaben, im Landkreis Augsburg, wo ich zu Hause bin, da haben wir heute die größte Stromtankstelle Europas an der Autobahn A8. Da tankt man nicht den deutschen Energiemix, sondern da tankt man wirklich nachhaltig erzeugten erneuerbaren Strom. Und das muss auch die Antwort sein. Wer sich ein solches Auto kauft, der will auch sicher sein, dass er hier nicht Kohlestrom, egal in die Tiefe gehen, was wir seit gestern wieder diskutieren, in anderen Zusammenhängen. Aber der will auch wirklich wissen, dass er erneuerbaren Strom in sein Auto tankt. Und das sollte auch gewährleistet sein. Auch das ist ein Anliegen, das uns als Parlament sehr wichtig ist. Wir werden jetzt in Kürze in die Beratungen einsteigen im federführenden Verkehrsausschuss. Und ich habe mal versucht, so die drei großen Leitlinien zu formulieren, an denen wir uns abarbeiten wollen. Aber wie gesagt, mit dem Kommissionsvorschlag haben wir eine hervorragende Basis vorgefunden, auf der es sich wirklich lohnt, weiterzuarbeiten und noch zu verfeinern. Ich glaube, da werden wir ein tolles Stück hinkriegen. Da komme ich wieder zu meinem Eingangspunkt, um das Henne-Ei-Problem zu lösen. Dann kann man nämlich sagen, Ladeinfrastruktur ist vorhanden. Du kannst dir jetzt auch ein E-Auto kaufen, ohne dass du Sorgen haben musst, irgendwo stehen zu bleiben. Ja, vielen Dank, Herr Färber. Wir wussten schon, warum wir Sie einladen, wenn Sie im Wahlkreis natürlich die größte Tankstelle, also Elektrotankstelle in Europa haben, dann haben wir da natürlich auch wieder gute Vorzeigebeispiele. Ja, dann vielleicht an Herrn Gavins als Letzten in dieser ersten Runde die Frage. Es gibt ja schon einen Begriff dafür, der heißt Range Anxiety. Also quasi die Angst davor, dass man nicht weit genug kommt mit seiner Batterieladung. Wie sieht das aus Sicht des ADACs aus? Was sind so die größten Hemmnisse? Und sehen Sie vielleicht in anderen europäischen Ländern schon ein besseres Vorgehen, bessere Beispiele als im Wahlkreis von Herrn Färber? Also sprich andere, ja, Orientierungsmöglichkeiten, wie eben Deutschland und ja insgesamt vielleicht auch die EU sich da besser aufstellen kann. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Frau Patti. Die Reichweitenangst ist auf jeden Fall das zweitgrößte Thema. Das bezieht sich oft noch auf die Batterie im Fahrzeug. Und das Top-Problem war lange für die Kunden die Fahrzeugkosten, also die Neuanschaffungskosten. Ich finde, in beiden Themen tut sich sehr viel. Die Vielfalt der Angebote der Fahrzeugindustrie, hat deutlich zugenommen. Wir sehen auch, dass die in der Batteriereichweite deutlich Bewegung gekommen ist, es verschiedene Angebote gibt. Es ist auch wichtig, da auch nicht nur die Maximalreichweiten zu haben, weil das ja auch eine Kostenfrage ist. Und wenn wir eben im Klein- und Mittelwagensegment relevant bleiben wollen und dafür die Kunden auch bezahlbare Angebote haben, dann ist eben auch mal 400 Kilometer
Reichweite auch ein gutes Angebot, gerade auch je nachdem, wie man das eigene Fahrzeug ansetzt. Und bei der Ladeinfrastruktur, das ist bisher eigentlich Top 3 der Probleme, aber ich denke, es wird zunehmend in den Vordergrund rücken. Da sehen wir, dass es um zwei Dinge geht. A, eine klare Information und auch eine Verfügbarkeit. Das heißt, man muss sicher sein, dass man, wenn man eine längere Reise plant, dann auch wirklich laden kann. Und gerade wenn ich auf internationale Reisen schaue, es gibt ja immer wieder diese Erfahrungsberichte, die quer durch die Medien gehen, wo dann jemand in Frankreich oder in Italien oder sonst wo gestrandet ist. Das sind Dinge, die im Augenblick gerade auch viele deutsche interessierte Käufer noch abschrecken, weil sie eben gern dort ihren Urlaub verbringen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einen gesamteuropäischen Ansatz finden. Und da begrüßen wir auch den Vorschlag der Kommission sehr. Wir finden auch es wichtig, dass es eine Verordnung wird. Auch die Entfernung zwischen den Ladepunkten halten wir auch für geeignet. Wir haben noch ein bisschen einen Blick auf den Punkt Ladestandorte. Wenn dort steht 150 kW, dann haben wir die Sorge, wenn man die Schnellladekapazität auf mehrere Ladepunkte verteilt, dann ist das eben nicht die Geschwindigkeit, die jemand, der eine Fernstrecke zurücklegt, braucht. Also da würden wir uns gerne noch Verbesserungen wünschen. Und dann das Thema, welche Anforderungen hat man generell an die Transparenz von Preisen? Das sollte sowohl an einem Ladepunkt klar sein, was man bezahlen soll, aber auch was man dann geladen hat und was man dann bezahlen muss. Genauso aber ehrlicherweise auch eine Transparenz über den Markt. Wir haben beim Benzin haben wir eine Markttransparenzstelle beim Bundeskartellamt. Ähnliches fänden wir sehr sinnvoll, damit man den Verbrauchern einen Überblick geben kann, dass sie wissen, wo sie dran sind. Und letztes Thema ist die Bezahlmöglichkeit. Da möchte ich auch in das Horn von Herrn Färber stoßen. Uns ist es ein großes Anliegen, Kredit- und Debitkarten eben auch die Zahlungsmöglichkeit auch unterhalb von 50 kW Standorten zu haben. Das ist ganz wesentlich. Gerade wenn man eine längere Auslandsstrecke fährt, muss man dann nicht vorher planen, welcher Anbieter ist in dem Gebiet relevant, welcher ist in dem und muss sich überall registrieren. Da brauchen wir einfach eine größere Flexibilität. Das würde ich jetzt mal zum Einstieg dabei belassen. Danke. Ja, vielen Dank. Das sind ja auch wieder eine ganze Reihe von weiteren Problemen. Ihr Problemzimmer, Herr Potterst, füllt sich mit weiteren Stolpersteinen vielleicht. Vielleicht können wir noch mal an Frau Hummel an den Anfang gehen zum Thema, wo sehen Sie eigentlich jetzt so ein bisschen die Verantwortlichkeiten verteilt? Weil wir haben ja im Prinzip gesagt, auf der einen Seite, wir brauchen die Ladeinfrastruktur, wir brauchen den Strom dafür, wir brauchen die Bezahlbarkeit dafür. Das sind ja so ganz verschiedene und sehr, sehr unterschiedliche Interessenslagen. Und jeder versucht dann da quasi vielleicht auch so ein bisschen die Verantwortung für den ersten Move woanders hinzuschieben, um das auch von Herrn Färber erwähnte Henne-Ei-Problem zu lösen. Wie sehen Sie da die Verteilung? Haben Sie eine Idee, wo Sie halt sagen, ja, so müssen wir jetzt die Leute zusammenbringen, der und der ist als erster dran? Wie kann man jetzt wirklich ins, wie das so schön heißt, ins Doing kommen? Also ich glaube, es ist einfach eine Aufgabe, wo wir alle Beteiligten uns zu kümmern haben. Weil das ist, glaube ich, nicht so, dass man jetzt sagen kann, wir warten, bis die Politik oder die Wirtschaft ist die sein, die vorangeht, oder wir warten, was die EU sagt. Ich glaube, es ist ein Thema, wo wir wirklich alle miteinander, wenn wir uns darauf verständigt haben, dass diese Klimaneutralität 2050 und dahinter steht auch Bayern, dass wir die erreichen wollen, dann müssen wir da wirklich alle unterhaken uns. Ich bin aber auch der Auffassung, dass wir als Politik immer auch die Rahmenbedingungen so setzen müssen, dass sie auch verlässlich sind und dass Zeitpläne auch realistisch sind. Was meine ich damit? Wir müssen uns schon auch zur Aufgabe machen, mit der Industrie, mit der Wirtschaft zusammen diese Zeitpläne auch zu entwickeln. Ich komme aus Oberfranken, wir haben wahnsinnig viel Automobilzulieferindustrie bei uns. Da geht es auch darum, wie sieht es in Zukunft mit den Arbeitsplätzen dort aus? Was muss umgestellt werden? Wer macht das? Wie kann das funktionieren? Also ich glaube, das darf man auch nicht aus dem Blick nehmen. Das sind auch Sorgen, die vor Ort einfach da sind. Und gleichzeitig erlebe ich, wenn wir in München die IAA hatten, was dort auch von der Industrie, von der Wirtschaft, wie weit man da schon ist, von den verschiedenen Automobilherstellern, was da schon für Ideen da sind, da darf dann auch Politik nicht hinterherhinken. Und deswegen haben wir im Freistaat Bayern eben auch gemeinschaftlich gesagt, wir nehmen Geld in die Hand, um
hier eben auch entsprechend Ladeinfrastruktur voranzubringen, uns Ziele zu setzen. Ich hätte mir ehrlicherweise von der Europäischen Kommission noch ein bisschen ambitioniertere Ziele erwartet. Sie haben vorhin gesagt, Herr Volkeri, das ist so ein Minimumanforderung. Der Bedarf ist ja fast doppelt so hoch, wenn ich das richtig im Blick habe. Also da wäre es vielleicht gut gewesen, dass noch ein bisschen mehr, damit wirklich auch alle sich angesprochen fühlen, da auch mit zu starten. Was ich mir auch auf Bundesebene wünschen würde, dass dann auch so Förderprogramme wie zum Beispiel Ladestationen in der Garage nicht auslaufen, also dass wir den privaten Sektor auch mit dran denken, sondern dass die eher forciert werden. Weil ich glaube, neben dem, was der Markus Ferber richtig gesagt hat, dass wir die Menschen auch da abholen müssen, wo sie sind, also ihre Gewohnten. Wir fahren zur Tankstelle, das wird das, was so gelernt und seit so zig Jahrzehnten gemacht ist, dass wir das unterstützen, aber dass wir vielleicht auch ganz andere Ladepunkte dazu bekommen, wenn man beim Einkaufen ist, wenn man beim Arzt ist, dass man da eben in der Zeit, wo das Auto dann am Parkplatz vor Ort steht, dass wir dann auch hier Lademöglichkeiten haben oder eben im Privaten. Und da würde ich mir wünschen, dass eben nicht Bundesprogramme auslaufen, sondern weitergehen. Das sei einfach auch nochmal angemerkt. Aber diese Möglichkeit, die wir da gemeinsam haben, müssen wir auch gemeinsam angehen. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir alle starten. Und ich erlebe, dass die Wirtschaft da wirklich schon vieles in Vorleistung gegangen ist. Aber deswegen trotzdem auch der Punkt, den ich vorhin im Eingangsstatement schon gesagt habe, wenn wir dann gleichzeitig den Umstieg, die Transformation im Automobilbereich haben und dann kommen gleichzeitig noch die neuen CO2-Werte, die verlangt werden, warum man dann nicht sagt, lasst uns das doch koppeln mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur, damit die Industrie da auch eine gewisse Verlässlichkeit hat und weiß, okay, der Staat, die Regierungen gehen auch mit und wissen, wir können das eine vielleicht gar nicht so schnell schaffen, wenn die Ladeinfrastruktur nicht stimmt. Henne-Ei-Prinzip, was vorhin der Markus Ferber schon angesprochen hat, wenn man das vielleicht koppeln würde, könnte man da sozusagen auch einen gewissen Kompromisslösung ins Felde führen. Ja, vielen Dank. Ambitioniertere Ziele an die Kommission. Stichwort Axel für dich auch. Du hattest gesagt, also in der Tat, es geht eben um eine Minimumanforderung, die Kommission formuliert hat. Warum quasi auf der Ebene, warum habt ihr die ausgewählt? Vielleicht kannst du dazu noch mal ein, zwei Worte sagen. Und ich würde zwei Fragen aus dem Chat auch gleich noch mal an dich stellen. Zum einen quasi unter der Überschrift Technologieneutralität. Es gibt einmal die Frage, wie es mit Oberleitungen für LKWs aussieht, ob das also ein Thema auch ist, mit dem ihr euch beschäftigt und wie da der Stand der Diskussion ist. Und das Zweite ist, in China ist offensichtlich der Trend mehr dahin, dass man einen Akkuwechsel einfach betreibt am Auto, statt dass man jetzt also da lange das eigene Auto irgendwo stehen lassen muss, um es zu laden. Und ob das nicht vielleicht die effizientere Variante wäre und vielleicht, ja, wenn du da noch zwei Worte zu sagen könntest. Bitte sehr. Dankeschön, gerne. Erst einmal zum wichtigen Thema kommt. Wir haben ja de facto eine Kopplung zwischen dem Vorschlag über die Revision der CO2-Grenzwerte für Pkw und leichte Nutzkraftfahrzeuge und A4. Wir haben ja die beiden Vorschläge eng miteinander entwickelt und eben auch als ein Paket präsentiert. Und natürlich, und das ist auch unsere Botschaft an den europäischen Co-Gesetzgeber, möchten wir gerne, dass diese beiden Vorschläge eben auch zusammen verhandelt werden. Also es ist für uns natürlich klar, dass wir jetzt nicht Abstriche an dem vorgeschlagenen Ambitionsniveau in der A4 machen können, wenn wir gleichzeitig das Ambitionsniveau von den CO2-Grenzwerten halten müssen. Also diese de facto Kopplung ist da. Man kann sich immer über das Ausmaß der Ambition unterhalten und wir begrüßen natürlich die sehr positive Reaktion im Parlament, aber auch im Rat. Wir haben unsere Vorgaben ja auf der Grundlage von einer sehr detaillierten Methodik gemacht, die ja auch transparent verfügbar ist, sie ist veröffentlicht. Wir müssen halt im Auge behalten, dass wir sozusagen die gesamte Union hier adressieren mit einem Netzwerk mit sehr unterschiedlichen Verkehrsströmen.
und dass wir sozusagen die Balance halten müssen, dass wir also natürlich Märkte haben im Mittelbereich, wie in Deutschland, wie in den Benelux-Staaten, Österreich etc., wo wir ein sehr hohes Verkehrsaufkommen haben und wo unsere Vorschriften natürlich nicht ausreichen. Das habe ich ja anfangs gesagt. Hier setzen wir ganz klar darauf, dass es eine Marktdynamik gibt und die sehen wir ja auch. Insofern ist eben unser Vorschlag ein Maximum auf 60 Kilometer, das heißt nicht alle 60 Kilometer, sondern spätestens alle 60 Kilometer. Und auch hier setzen wir darauf, dass de facto wir wesentlich kürzere Abstände haben werden. Bevor ich zu den beiden technischen Fragen komme, ein Wort zu Herrn Gerwensen, Herr Fermikus. Sie haben beide sehr wichtige Themen angesprochen. Das ist diese Verlässlichkeit, die ich auch angesprochen habe, die Transparenz. Wir haben ja sozusagen unsere Lehren auch aus der Evaluierung von AFIT und den vielen Gesprächen, auch unter anderem mit dem ADAC, gezogen und schlagen eben vor, Transparenz muss da sein, der Kunde muss klar wissen, wie sich der Preis zusammensetzt. Für uns ist es ein zentraler Baustein des Vorschlags und wir hoffen sehr, dass es hier auch eben eine entsprechende Weiterführung durch Rat und Parlament gibt. Wir haben dann auch natürlich, was Herr Färber angesprochen hat, ist natürlich extremst wichtig. Wollen keine geschlossenen Netzwerke, wir wollen offene Netzwerke und deswegen haben wir ja die Vorgaben in Artikel 5 gemacht, wie wir sie gemacht haben, nämlich, dass es eine einheitliche Minimumbezahlmethode basierend auf Bankkarten geben muss. Und hier denke ich, sind wir eigentlich auf einem guten Weg. Wenn wir sozusagen unseren Vorschlag so durch das Gesetzgebungsvorhaben durchbekommen, denke ich, haben wir Verlässlichkeit, dass jeder Kunde seinen Vertrag, der ja die Hauptform des Ladens ist, nutzen kann, so wie es der Markt hergibt. Und wir sehen, dass der Markt hier immer weiter sozusagen wächst. Dass es aber eben gleichzeitig auch die Verlässlichkeit gibt, dass ich überall sozusagen dieses Ad-hoc-Charging, das Bezahlen mit Bankkarte eben mit entsprechender Lösung machen kann. Das ist sehr, sehr wichtig und ich freue mich, dass wir da sozusagen das positive Feedback aus dem Parlament bekommen. Ganz kurz zu den beiden Fragen Oberleitung und Akkuwechsel. Wir können ja sozusagen nur regulieren, was standardisiert ist. Und zu den Oberleitungen haben wir viele Pilotverfahren. Wir sind gerade dabei, wir haben gerade das positive Votum der Mitgliedstaaten bekommen, ein neues Standardisierungsmandat mit den europäischen Standardisierungsorganisationen auf den Weg zu bringen, was eben auch weitere Standards für Oberleitungssysteme beinhaltet. Aber im Augenblick sind wir hier noch auf dem Status der Demonstrationsprojekte, sodass wir jetzt nicht einen einheitlichen Standard in Europa oder einheitliche Standards in Europa festschreiben können. Wechsel von Akkus, das haben wir schon unter der gegenwärtigen Richtlinie im Annex zu den technischen Spezifikationen drin. Es liegt auf Eis, weil es kein großartiges Interesse seitens der Industrie daran gibt, den entsprechenden Standard voranzubringen. Und eine zentrale Frage beim Thema Wechselakku ist, und das geht wieder zurück zu dem Thema offene oder geschlossene Netzwerke. Sie bräuchten eine einheitliche Batterie in allen Fahrzeugen, um damit überall einfach wechseln zu können. Und von dieser einheitlichen Batterielösung sind wir von Seiten der Hersteller doch relativ weit entfernt. Und ich glaube auch nicht, das ist aber meine persönliche Einschätzung, dass wir das in Europa demnächst sehen werden. Wir sind auf einem Entwicklungspfad, der auch gut ist, wo wir halt unterschiedliche Batteriespezifikationen für unterschiedliche Fahrzeugtypen haben, die dann eben über Ladeinfrastruktur geladen werden. Aber wir behalten das Thema im Auge. Der Vorschlag ist weiter da. Wenn es zu einer Einigung über den Standard kommt, dann ist es von unserer Seite keine Frage, dass wir dann auch eben entsprechend das von der Gesetzgeberseite her aufgreifen können. Aber hier liegt der Ball eher im Spielfeld der Industrie. Und der allerletzte Punkt, und das geht zurück zu Frau Ministerin Hummel, in der Tat, was wir auch sehen, und das ist nicht im Kernbereich der europäischen Gesetzgebung, was eine wesentliche sozusagen Herausforderung ist, ist Planung und Genehmigung.
Wir sehen es selber mit den Vorhaben, die wir durch europäische Finanzierung fördern, dass wir vielerorts eben langwierige Planungs- und Genehmigungsverfahren haben, die halt Projekte behindern. Und hier denke ich, und das versuchen wir gerade anzustoßen auf europäischer Ebene, braucht es einen besseren Austausch, wie wir hier zu verlässlichen und auch beschleunigten Verfahren kommen können, eben um die Infrastruktur rechtzeitig auf die Straße zu bringen. Ja, vielen Dank. Das waren ein paar sehr interessante Erklärungen auch dabei. Passt auch sehr gut, dass wir ja gestern eine neue Standardisierungsstrategie der Kommission vorgestellt bekommen haben, was eben auch erwähnt wurde zum Thema eben mehr standardisieren, um eben dann halt da auch regulativ aktiv werden zu können. Markus Ferber, vielleicht an Sie zwei Fragen weitergeleitet. Das eine tatsächlich die Kopplung der A4 mit den CO2-Grenzwerten. Das ist ja sozusagen der Wunsch jetzt an den Co-Gesetzgeber. Wie schätzen Sie das ein? Und eine zweite Frage auch aus dem Chat ist, es ist ja nicht die erste Runde, die wir hier haben zum Thema Ladeinfrastruktur, sondern die Dichte der Ladeinfrastruktur steht ja schon eine ganze Weile zur Debatte. Wie sehen Sie da den Zeitfaktor? Also wie ist es halt auch im Parlament jetzt angedacht, dass man da eben wirklich schnell vorankommt und nicht wieder ein neuer Deadline da quasi verpufft? Ja, vielen Dank für die Fragen. Vielleicht noch eins vorneweg, weil ich das immer wieder mit Amüsement höre. Wir sollten einfach die rechte Spur an der Autobahn mit Oberleitungen versehen. Den LKW mit Oberleitung gibt es ja schon, der nennt sich Zug. Und vielleicht sollte man das nicht ganz aus den Augen verlieren. Für längere Destinationen macht es Sinn, die Dinge nicht über die Straße zu transportieren, sondern auf der Schiene. Und das gehört ja auch mit dazu, wenn ich das vielleicht noch ergänzend sagen darf. Natürlich ist das ein Paket gewesen. Insgesamt sind es ja 18 Vorschläge, die die Kommission vorgelegt hat. Da gibt es auch noch das Thema Treibstoffqualitäten. Da gibt es noch das Thema des Steuerrechts. Emissionszertifikatehandel, der auch den Pkw-Sektor umfassen soll. Also es ist ein breites Spektrum, das natürlich ineinander greift und deswegen auch miteinander behandelt werden muss und auch von uns miteinander behandelt wird. Allerdings haben wir das gleiche Problem wie im Rat ja auch. Für verschiedene Themen Entschuldigung, sind unterschiedliche Ratsformationen und bei uns unterschiedliche Ausschüsse zuständig. Ja, und die CO2-Reduktion Kraftfahrzeuge ist federführend im Umweltausschuss. Die Ladeinfrastruktur, das geht dann aufs Licht bei mir aus, das hat man von Umweltschutz, nein, Spaß beiseite. Ladeinfrastruktur ist im Verkehrsausschuss. Aber natürlich hängt am Ende alles mit allem zusammen. Wir arbeiten jedenfalls auf Fraktionsebene sehr eng miteinander zusammen. Ich höre von den anderen Fraktionen ebenso, sodass wir auch versuchen, da einen kohärenten Ansatz zu entwickeln. Von den Zeitplänen müssen wir ehrlich sein, werden wir unter französischer Ratspräsidentschaft noch nicht in die Triloge einsteigen können, weil auch der Rat an vielen Stellen noch nicht so weit ist. Ich nehme an, dass wir bis zur Sommerpause die Parlamentspositionen fertiggestellt haben. Also ETS als eines der Schlüsselelemente, dann die erneuerbare Richtlinie, also erneuerbare Energienrichtlinie. Die sind schon sehr weit fortgeschritten. A4 hängt ein bisschen hinten nach. Aber ich glaube, dass wir das bis zur Sommerpause alles hinbekommen, um die Parlamentspositionen zu haben. Und dann gehen ja erst die Verhandlungen mit dem Rat los. Meine Gespräche mit der französischen Ratspräsidentschaft waren bisher die, dass sie auch wissen, dass sie gerade bei diesem Fit for 55-Paket, also dieses Gesamtreduktionspaket, wo die A4 mit dazugehört, dass sie da im Wesentlichen die Aufgabe haben, eine Ratsposition zu erarbeiten. Und dann wird es unter tschechischer Ratspräsidentschaft ganz spannend werden, wie wir die Dinge zusammenführen können. Vielleicht eins noch, die Ministerin hat ja zu Recht darauf hingewiesen und Herr Volkeri auch. Ich habe es auch angedeutet, wir können als EU ja jetzt nicht in jede Garage reinregieren. Das muss vor Ort entschieden werden. Die örtlichen Verteiler, die Stadtwerke spielen da eine ganz entscheidende Rolle, weil das wird der große Unterschied zum jetzigen Verhalten sein. Keiner von uns hat eine Zapfsäule in der Garage stehen. Bei der Elektromobilität werden wir im Normalfall nicht irgendwo tanken, sondern bei uns zu Hause. Ja, ich glaube, das wird der
das neue Normal werden. Und dann gehört die ganze Infrastruktur mit dazu, die die Ministerin angesprochen hat, aber natürlich auch das, was wir jetzt mit der A4 machen, wenn es darum geht, die Mobilität grenzüberschreitend auch sicherstellen zu können. So, und das muss alles miteinander Hand in Hand gehen. Das heißt, die Verteilnetzbetreiber müssen die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Man muss in den Hausanschlüssen ran, dass in der Garage eine entsprechende Ladestation ist. Da brauche ich auch keinen Schnelllader, weil normalerweise habe ich da viel Zeit, weil das Auto da doch viel steht. Das sind alles so Dinge, die halt auch mit angegangen werden müssen. Und auch hier sage ich, ist es schön, dass die EU jetzt auch da der Motor ist, der Anschieber. Aber wenn wir wirklich Elektromobilität in der Fläche haben wollen, dann müssen wir in die Tiefgaragen rein. Das wird ein Riesenthema werden bei Wohneigentümergemeinschaften, aber natürlich auch bei den insbesondere Stadtwerken, wie sie das bewerkstelligen können. Es wird selbstverständlich werden, dass es zu jedem Stellplatz zukünftig auch einer Steckdose bedarf. Auch darüber muss man sich im Klaren sein. Und das kann nicht der europäische Gesetzgeber machen. Das muss natürlich vor Ort gemacht werden. Und da bin ich ganz bei der Ministerin. Da muss der Bund jetzt auch entsprechende Förderprogramme auflegen. Er muss sich vielleicht auch mal das deutsche Strommarktdesign anschauen, ob das noch zeitgemäß ist. Das stammt noch aus dem letzten Jahrtausend, aus den 90er Jahren. Insofern gibt es da noch einige Hausaufgaben auch vor Ort zu machen, wenn wir den Erfolg haben wollen, den wir uns alle wünschen. Aber wichtig ist, dass Europa jetzt nicht sagt, wir warten, bis die Mitgliedstaaten mal so weit sind, sondern dass wir da jetzt wirklich voranmarschieren und ein bisschen auch die Mitgliedstaaten motivieren, tätig zu werden. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Vielen Dank. Ja, wir nähern uns schon leider wieder mit Riesenschritten hier dem Ende unserer einstündigen Diskussionsrunde. Deswegen im Prinzip noch einmal die Frage an Herrn Gerwens zum Thema, wie kann das Umdenken bei den Menschen denn gefördert werden? Ich habe so ein bisschen die Überlegung gehabt oder auch jetzt in der Diskussion ja auch gehört, jeder tankt dann quasi oder lädt zu Hause. Ich meine, da habe ich ja ganz unterschiedliche Preise unter Umständen, je nachdem, wann ich tanke oder lade wie dann da der Strompreis gerade ist. Sie sagten vorhin, es braucht eine Transparenz bei den Preisen. Das funktioniert doch unter Umständen gar nicht, wenn der eine quasi an der Autobahnladestelle steht und der andere sein Auto zu Hause auflädt, dann wird doch auch ein großer Unterschied quasi sein, der dann eventuell halt auch die Leute davon abhält, das Elektroauto prioritär zu kaufen. Haben Sie aus ADAC-Sicht da quasi so eine Art Kommunikationsstrategie, wie Sie vielleicht halt auch die Leute da informieren wollen und können? Ja, vielen Dank, Frau Patti. Also das Thema Wallboxen zu Hause ist ein ganz wesentliches, sicherlich für die Akzeptanz. Nur nicht jeder hat eben die Möglichkeit dazu. Also die gerade im ländlichen Raum Eigenheim haben, die haben oft eher die Chance. Aber wenn man in einem urban verdichteten Raum wohnt, wenn man eben ein Mehrfamilienhaus hat, eine Tiefgarage, also Wohneigentümergesetz in Deutschland nenne ich da nur, dann ist das noch eine Riesenherausforderung. Und auch wer Laternenparker in diesen dicht besiedelten Wohngebieten ist, der hat da auch eine Herausforderung. Und da, glaube ich, kommen wir auch dann nochmal zu dem Thema Flottengrenzwerte. Wenn wir nämlich davon ausgehen, dass es mehr oder weniger nur noch Elektrofahrzeuge nach 2035 geben sollte, dann haben wir da einfach im Augenblick noch gewisse Engpässe in der Infrastruktur, die wir auch nicht ganz so schnell überwinden. Also von daher ist dieses Thema Wohneigentum, verdichtete Räume, ist ganz wesentlich. Und die Transparenz der Preise, da haben wir vor allem im Blick das öffentliche Laden und das Ad-hoc-Laden, dass man dort einfach dann auch, wie bei den Kraftstoffen, die Tankstellen müssen das regelmäßig melden, dass man dort eben auch melden muss, wie die Preise für Ad-hoc-Laden sind, weil man dann eben auch den Wettbewerb fördert. Und die Monopolkommission hat da gute Überlegungen angestellt, dass genau über dieses Element auch der Wettbewerb um Ladestrom gestärkt wird. Und da haben die Kommunen auch einen erheblichen Einfluss drauf, indem sie eben nicht nur einen Anbieter oder nur das kommunale Stadtwerk nehmen und in ihrer Stadt zulassen, sondern auch verschiedene. Das vielleicht nochmal so ein paar Stichpunkte zum Schluss, die wir sonst bei Gelegenheit nochmal vertiefen müssen. Danke.
Ja, vielen Dank. In der Tat, wir sind wieder am Ende der einen Stunde angekommen, haben ganz viele verschiedene Themen angesprochen. Es sind auch noch ein, zwei Fragen im Chat, mit denen wir jetzt leider nicht mehr zurande kommen werden. Zum Thema Batterierecycling ist auf jeden Fall eine große Frage und eben halt auch tatsächlich die leistungsfähige Technik, die dann vielleicht die LKWs brauchen, wobei wir ja von Herrn Ferber gelernt haben, LKWs brauchen das nicht, es wird auf den Zug von der Straße auf die Schiene umgestellt und damit ist das Problem dann auch geklärt. Nein, aber Frau Hummel, das Abschlusswort geht natürlich an Sie. Was nehmen Sie mit? Was nehmen Sie vielleicht halt auch mit in die Diskussionen auf bundesdeutscher Ebene im Bundesrat und also auch für Ihre Arbeit in Bayern selber? Also vielen herzlichen Dank erstmal für diese Runde. Ich glaube, man hat gemerkt, wir hätten ruhig noch weiter diskutieren können. Und was im Chat noch angesprochen wird, sind natürlich wichtige Themen mit dem Recyceln und auch, wie das weiter zukünftig ist. Und natürlich auch, dass es wie breit, also wir haben heute stark die Elektromobilität diskutiert, aber es gibt natürlich trotzdem auch noch weitere Ideen, die ich finde, dass wir die nicht ganz aus den Augen verlieren dürfen. Aber trotzdem ist im Moment die Elektromobilität das, wo verstärkt drauf gesetzt wird. Das heißt für mich aber auch, was wir schon gehört haben, wir müssen wirklich alle zügig voranschreiten, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen. Wir von Bayern her tun das. Das Wirtschaftsministerium, Verkehrsministerium sind da wirklich auch ganz stark, oder auch wenn ich in unser Finanzministerium denke, dass wir da wirklich sehr, sehr stark auch vorangehen. Aber wir brauchen auch die Bundesebene, dass hier entsprechend auch Förderprogramme aufgelegt werden, die eben auch in dem privaten Bereich das mit im Blick haben und dass die nicht Förderprogramme auslaufen lassen, die wir eigentlich jetzt brauchen könnten. Wir müssen viel mehr, glaube ich, strukturiert ineinandergreifend denken. Das nehme ich auch noch mal mit. Wie ist es im großstädtischeren Raum zum ländlichen Raum? Was braucht es da für unterschiedliche Voraussetzungen, dass wir das einfach im Blick haben? Und ich bleibe noch mal dabei, für mich auch ganz wichtig, was heißt es vor Ort für die Bürger, aber was heißt es auch für die Industrie? Wie können wir da insgesamt auch der Automobilwirtschaft helfen, diese Transformation bestmöglich hinzubekommen? Das sind nämlich ambitionierte Ziele und die brauchen Verlässlichkeit und die brauchen eben entsprechend realistische Ziele. Und da bin ich gerne weiter im Austausch und Gespräch und freue mich auf diese. Wie schon gesagt, vielen Dank. Wir werden diese Reihe fortsetzen. Das nächste Mal wird die Landwirtschaft vor allem im Fokus stehen. Das wird dann Anfang Mitte März sein. Und ich freue mich, wenn wir einfach diese Reihe weiter Interesse findet, weil der Green Deal, mit dem müssen wir uns jetzt ganz intensiv beschäftigen. Liebe Frau Party, auch vielen herzlichen Dank für Ihre Moderation und natürlich den Teilnehmern am Panel.